Also ich meine, jetzt kommen wir also von den Zeugen, Häftlingen und so weg zu den anderen Zeugen. Das war natürlich auch ein Eindruck, der mich also zunächst wahnsinnig erschüttert hat. Erstens, die traten, das waren höchste SS-Offiziere, die von den Alliierten schon verurteilt worden waren, nach dem Kriege gleich. Da gab es ja viele alliierte Prozesse in Deutschland. Man weiß gar nicht, die meisten Leute wissen gar nicht, dass das über 500, auch viel mehr in den Zonen, in den drei Westzonen rede ich jetzt nur, war. In der Zone gab es nur einen, nämlich den Sachsenhausen-Prozess. Also gleich nach dem Kriege, 47 bis 49 oder so. Die wurden ja denn, die Amerikaner haben ja dann auch die 12 Nachfolgeprozesse von Nürnberg geführt. Und da sind ja auch Todesurteile. Gut, die Todesurteile sind zum Teil vollstreckt worden. Aber es sind auch also zum Tode Verurteilte begnadigt worden. Und Anfang der 50er Jahren waren alle, die von den Alliierten, Amerikanern und Briten, Teil auch Franzosen, verurteilt worden waren, schon wieder auf freiem Fuß. Und es gab von 1955 ein Gesetz, das sogenannten Überleitungsvertrag zwischen den Westalliierten und der Bundesrepublik, der besagte, dass diejenigen, die vor alliierten Gerichten oder gerichtsähnlichen Behörden schon mal behandelt worden waren, egal wofür und mit welchen Strafen, für die deutsche Justiz tabu seien. So, jetzt kommen wir zu Tümmler. Tümmler trat auf in diesem Auschwitz-Prozess als Zeuge. Manche Zeugen, die da also in diesen Rängen kamen, die wurden von den anwesenden Polizisten, bundesdeutschen Polizisten mit Ehrenbezeugung sozusagen begrüßt. So, und der sagte dann aus, ja, er sei also Gestapo-Chef in Katowice gewesen. Und habe also und sei Vorsitzender des Standgerichts in Auschwitz gewesen und habe dort die Verhandlungen geführt. Ich will das im Einzelnen jetzt nicht ausführen, weil ich das damals auch gar nicht geschrieben habe. Ich habe das erst später geschrieben, weil dieser Herr, der dann dem also nichts geschah, nicht, weil er. Der wurde nicht vereidigt und wurde also sozusagen in Ehren entlassen, denn er sagt, als der Vorsitzende ihn fragte, sagen Sie mal, was machen Sie jetzt eigentlich? Wo arbeiten Sie? Und da hat er gesagt, der Vorsitzende, das möchte ich hier nicht öffentlich sagen, sondern Ihnen schriftlich geben. Und dann hat der Vorsitzende gesagt, okay, ja, geben Sie her. Der war also der war in Baden-Württemberg bei der Wohnungsgesellschaft der Zeiss-Werke, die ja dahin geflüchtet waren in Baden-Württemberg. Tätig waren, leitete er das Wohnungswesen. Ja, gut. Dieser Mann, der hatte dann irgendwann 90. Geburtstag, der war also sehr langlebig, und sagte dann, er verlange also von dem Museum in Karl-Marx-Stadt, also Chemnitz, einige seiner Kunstwerke zurück, die er als Gestapo-Chef von Chemnitz zu Beginn des Krieges dem Museum übergeben habe, um sie über den Krieg zu bewahren. Die hatten die mit ausgelagert, diese Sachen, und die waren wieder zurückgekommen und die hingen nun im Museum oder im Archiv. Also forderte er zurück, die wollte er seinem Sohn schenken. Zu seinem 90. Geburtstag. Und da ist mir der Kragen geplatzt, und da war ich ja schon bei der FAZ, und da habe ich in der FAZ einen langen Artikel darüber geschrieben und habe auch nochmal genau geschildert, wie das war, der Herr Tümmler, nicht? Der wurde dann gefragt, ja, wie viel haben Sie denn ungefähr da verurteilt? Wozu haben Sie die eigentlich verurteilt, die Sie da verurteilt haben mit Ihrem Standgericht in Block 11, dem berüchtigten in Auschwitz I, also im Konzentrationslager? Und dann sagte er, ja, also wir konnten nur Todesurteile verkünden oder Einweisung ins Lager. Das waren alles Partisanen und geständige Leute und so und so. Und dann schilderte er ganz genau, wie dieses Verfahren abgeht. Ja, wie viele Leute haben Sie denn? Ja, sagt, das mögen so ungefähr 900 gewesen sein. 900.
Ja, und wie war das mit dem Todesurteil? Na ja, hat er dann so gesagt, also 60% waren wohl Todesurteile. Ja, wie kamen die denn zustande? Wer war denn, hatten die denn Verteidiger? Nee, sagt der Verteidiger, hatten die nicht. Wollten sie auch gar nicht, brauchten sie ja auch nicht. Die hatten ja alle Geständnisse abgelegt. Wo hatten sie Geständnisse abgelegt? Bei Herrn Boger und seinen Mischwiesgesellen, die eben mit Bogerschaukeln und anderen Folterwerkzeugen sie dazu gebracht haben. Und dann sagt der Herr Tümmler, ein Jurist, ein promovierter Jurist, das war nicht irgendeiner von der Straße oder so, das war ein hoher SS-Offizier, wie viele die ja Juristen waren, die damals also ja zu der Elite gehören wollten und zur SS gingen. Ja, also die hatten das unterschrieben und das reichte ja. Ich habe die dann höchstens nur gefragt, stimmt das, ist das ihre Unterschrift? Und dann haben die alle gesagt, ja. Und dann habe ich die dann also entsprechend verurteilt. So. Ja, hatten die denn einen Verteidiger? Nö, hat er gesagt, Verteidiger brauchten die nicht, hatten sie nicht. Und wenn sie mal einen wollten, na ja, in Gottes Namen hat er nicht gesagt, aber dann habe ich ihnen halt einen gegeben, einen Beamter meiner Dienststelle in Katowice, also der Gestapo. Ja, und wer war denn der Staatsanwalt? Ja, das war auch einer von meinen Beamten in Katowice, der da dann also vorgetragen hat, was dem jeweiligen vorgeworfen wurde. Und die Urteile wurden also von dem Protokollführer ausgeschrieben, meistens eine halbe Seite. Und die habe ich nur unterschrieben. Also das ging alles ganz schnell. Wie lange hat denn so eine Verhandlung gegen einen Menschen gedauert? Ja, so ein paar Minuten, 2 Minuten, höchstens 10 Minuten. Das ging ganz schnell. Ja, und was ist mit denen dann passiert? Ja, sagt er, ich bin dabei weggefahren. Aber die sind dann hinterher wohl erschossen worden, die zum Tode Verurteilten. Und zwar vor der schwarzen Wand zwischen Block 10 und 11 in Auschwitz, der berühmten Hinrichtungsstätte. Ja, das war Herr Tümmler. Und der, was hatte der denn nach dem Kriege? Ja, nach dem Kriege hatten ihn erst die Franzosen. Er war noch mal Gestapo-Chef in Stuttgart die letzten Tage. Dann hatten ihn die Franzosen irgendwie gecatcht. Und haben ihn dann aber den Amerikanern wohl überstellt. Und die Amerikaner haben ihn als Internierten in das Lager Ludwigsburg gesteckt. Dort hat er sich also auch hervorgetan, war Lagerbürgermeister oder sowas. Und hat da 2 Jahre verbracht. Dann wurde er also als belastet eingestuft und dann gab es noch eine Berufung, also bei der Entnazifizierung, dann gab es noch eine Berufungsverhandlung, die hat ihn dann also das Urteil also noch mal verkürzt und jedenfalls kurzum, damit war seine, mehr hat er nicht gemacht als 2 Jahre im Internierungslager dort zu sitzen in Ludwigsburg, in dem amerikanischen Internierungslager. Das war alles. Die deutschen Gerichte haben dann später in den 70er Jahren dabei versucht, an ihn ranzukommen. Und die haben dann aber entschieden, ja Gott, also Rechtsbeugung ist dem Herrn nicht vorzuwerfen. Und nicht, wohl vorzuwerfen, aber nicht nachzuweisen. Und so ging er dann zu seinem 90. Geburtstag, kriegte aber seine Bilder nicht wieder, weil nun also das ja öffentlich geworden war, dass er die haben wollte. Und dann muss ich mal jetzt ein etwas sagen, was lustig klingt. Weil die russische Besatzungsmacht und die DDR damals Listen geführt haben von Nazis, in denen der zufällig auch drauf stand, der Herr Tümmler, haben die gesagt, also dann jetzt, dann ist er ja auch enteignet worden, also gehören ihm die Bilder ja gar nicht mehr, sondern die bleiben also in dem Museum und da sind sie auch noch heute.